Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich eine Nachhaltigkeitsanalyse für die Winterthur Musikfestwoche gemacht und dort unter anderem eine Ökobilanzierung gemacht und auch im sozialen und wirtschaftlichen Bereich angeschaut, wo wir als Festival nachhaltiger werden können. Ich habe alle drei Dimensionen analysiert und mir Massnahmen überlegt und im Aktionsplan zusammengefasst, um aufzuzeigen, wie das Festival sich nachhaltiger entwickeln kann. Der Aktionsplan umfasst mehr als 70 Massnahmen. Die einen schneller umsetzbar, die anderen aufwendiger und vielleicht auch zeit- oder kostspieliger. Und dementsprechend haben wir uns müssen überlegen, wie wenn wir die Massnahmen priorisieren und was können wir das Jahr schon umsetzen. Im Bereich Mobilität haben wir das Jahr zum ersten Mal geschrieben, dass wir 50% der Zugkosten übernehmen, wenn eine Band dafür aufs Flugzeug oder Auto verzichtet, um so einen Anreiz zu schaffen, dass Bands umweltfreundlicher anreisen. Nach der Mobilität ist Gastronomie ein grosser Hebel in unserem Fußabdruck. Und dementsprechend haben wir dort geschaut, wie wir Veggie-Menüs attraktiver gestalten können, indem wir sie oben auflisten und auch den Preis anpassen, um so einen Anreiz zu setzen, um den Fleischkonsum zu reduzieren. Im sozialen Bereich haben wir ein grosses Potenzial, um unsere Leute zu sensibilisieren. Aus diesem Grund haben wir das Jahr zum allerersten Mal das Konzert von Phenomden and the Crucialist in die Gebärdensprache verdolmetscht. Wir haben zum ersten Mal ein Awareness-Konzept auf die Beine gestellt und haben ein Awareness-Team auf Platz, das patrouilliert und diverse Massnahmen, wo man eine Grenzüberschreitung melden kann und so auch Hilfe bekommen. Und wir haben mit InklusionsexpertInnen einen Rundgang gemacht über unser Festivalgelände, um zu schauen, wo haben wir noch blinde Flecken, wo hat es noch Barrieren und wie können wir unser Festival zugänglicher gestalten. Die Unterstützung des Sustainable Impact Program hat eigentlich erst ermöglicht, dass ich überhaupt die Ökobilanzierung im Rahmen meiner Bachelorarbeit noch machen konnte. Es hätte zum einen finanzielle und zum einen ressourcentechnische Gründe nicht gelangt. Und dank dieser Förderung konnte ich das machen. Mit der Umsetzung des Aktionsplans wollen wir als Festival nachhaltiger werden. Wir erhoffen uns dort zum einen durch die Massnahmen CO2-Emissionen einzusparen, als Festival zugänglicher zu werden und Barrieren abzuschaffen und unser Potenzial zur Sensibilisierung zu nutzen.